Da es ja doch schon ein wenig her ist, dass wir am Ironman-Helm gebastelt haben, kommt jetzt hier nochmal ein grober Überblick über das, was wir bis jetzt gemacht haben. Nach diesem quasi Jahresrückblick können wir uns jetzt mal daran machen, diese Bäckchen hier auszuarbeiten. Da ist nämlich noch gar keine Spachtelmasse drauf und die müssen wir noch so ein bisschen bearbeiten, dass sie schön werden. Das Nackenteil hinten, das müssen wir auch noch bearbeiten und vielleicht bauen wir da schon Magnete ein, dass wir es dann hinten einfach nur dran klippen müssen. Dafür muss ich aber erstmal schauen, ob ich so Zeug überhaupt da habe. Während jetzt gerade die Bäckchen und das Nackenteil hier, das ich auch gerade gespachtelt habe, trocknen, kümmern wir uns jetzt mal darum, ein bisschen Symmetrie in die Augenpartie zu bekommen. Dafür habe ich jetzt hier in der Mitte eine Linie aufgezogen, wirklich also so exakt in der Mitte, wie ich das konnte. Und von dieser Linie aus können wir dann jetzt mit einem Zirkel immer die Punkte von der einen Seite auf die andere übertragen. Durch das Ermitteln aller Eckpunkte habe ich jetzt die Form von dem einen Auge auf das andere übertragen. Und jetzt hoffe ich, dass ich durch Schleifen, Spachteln und Feilen die Form von dem Auge rüber auf das hier übertragen kann. Ich sag euch, das ist echt ganz schön schwierig, an sowas eine gerade Linie hinzubekommen, ohne irgendwelche großen Maschinen oder so, oder ohne CNC-Maschine. Ich krieg's teilweise einfach echt nicht gebacken. Das ist jetzt trocken. Schauen wir mal, ob es geklappt hat.
Juhu! Schleifpapier! Jetzt können wir richtig loslegen mit Schleifen. Geiler Scheiß. An der Stelle muss ich jetzt für diese Woche aufhören. Es ist jetzt zwar so, dass wir kein direkt fertiges Ergebnis haben, aber wir haben zumindest schon mal den Teil der Backen hier recht ordentlich ausgearbeitet. Außerdem ist natürlich, während diese Bäckchen dann beim Trocknen waren, an den anderen Teilen auch was passiert. Die Augen haben wir dann gemacht, das habt ihr mitbekommen, aber auch ein paar Sachen, die ich dann euch nicht gezeigt habe. Wie zum Beispiel hier oben die Details an den Hasenöhrchen oder am Nackenteil, da ist auch viel passiert. Unter anderem ist es mir einmal hier hinten in der Mitte auseinandergebrochen. Aber abgesehen davon hat es eigentlich ganz gut geklappt, da hier oben diese ganzen Umrandungen abzuschneiden, es beizuspachteln und auch hier oben den Abschnitt gerade zu bekommen. Wenn man die zwei Teile jetzt nämlich zusammensetzt, passen sie wenigstens schon mal zusammen. Es sieht natürlich noch alles andere als gut aus, aber das sind dann wieder Beispachtelarbeiten und Feinarbeiten. Da wären wir jetzt auch bei einem Thema, das den Verlauf der nächsten Videos dann bestimmen wird. Es ist nämlich für euch, aber auch vor allem für mich, sterbenslangweilig, mir jetzt die ganze Zeit beim Spachteln und beim Schleifen zuzuschauen. Deshalb denke ich, dass es am sinnvollsten ist, bis zu den Feinschleifarbeiten und den Lackierarbeiten erstmal das Ironman-Projekt dann nur offscreen weiterzumachen. Das ist eine Sache von einer Woche, wenn es gut geht. Ihr werdet bis dahin natürlich nicht auf dem Trocknen sitzen. Ich habe nämlich zum Beispiel vor, da ich jetzt das Schleifpapier bekommen habe, eine Halterung für diese vier Rollen zu basteln. Das heißt, dafür wird es ein Video geben. Und ich denke, dass ich das unter Werkstatteinrichtung laufen lassen werde, mit einer Tafel zusammen. Ich brauche hier nämlich am besten mal eine Pinnwand plus eine normale Schultafel, wo ich dann einfach meine Sachen so draufzeichnen kann, wenn ich irgendwelche groben Skizzen für zwischendurch brauche. Alter! Außerdem habe ich vor, ein Timber zwischendurch mit einer Community-Aktion zu machen. Ich zeige euch jetzt nach der Endcard nochmal abschließend die Maske und dann könnt ihr mal bitte gucken, ob ihr noch irgendwelche Symmetriefehler seht. Das sieht man nämlich nach einer Zeit irgendwann selber nicht mehr, wenn man das Ding die ganze Zeit anstarrt. Wir werden es dann nächste Woche sehen. Ich denke, da können wir uns drauf freuen. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss!